Das hätte ich mir vorher überlegen müssen, wahrscheinlich hier alles abzusuchen, bevor wir zu ihm kommen, denn danach sind ja alle Zombies tot. Das ist schlicht. Anderweitig hätten wir, glaube ich, noch ein paar mehr Erfahrungspunkte abschmatzen können. Ein polierter Spaten. Eine gute Schaufel. Und das war's dann auch schon wieder hier unten. So, oben angekommen. Könnten wir nochmal mit der Dame reden. Und die Quest ist nämlich schon fertig. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir leben in schweren Zeiten, aber ihr müsst deshalb nicht gleich jeden mit diesem Schädelbrecher bedrohen. Huch, ich muss... ups. War wieder nicht dran gedacht, sie wegzustecken, die Waffe. Ah, mein Retter, was kann ich für euch tun? Ich wollte nur prüfen, ob ihr irgendwelche Wunden davon getragen habt. Ihr scheint unversehrt, also verabschiede ich mich nun. Okay. So kann man das beispielsweise auch angehen. Dann lasst mal auf der Karte schauen. Gehen wir das Gebiet mal noch nach ganz unten ab, soweit wie wir dürfen. Und erfreuen uns darüber, dass wir wieder quicksafen dürfen. Denn das war aus unerfindlichen Gründen gesperrt. Na komm, Trollchen, mit dir. Ist immer so ein Stein zerfallen, finde ich lustig. Normalerweise müssen sie ja generell am Tageslicht schon zu Stein zerfallen, aber... Nein. Ich fühle mich ein klein wenig übermächtig, tatsächlich. Weil die Gegner mittlerweile echt lasch sind. Okay, gut. Der Wolf hat gerade einen guten... Luckshot bekommen. Hat er ordentlich Zeit gezogen gehabt. Selbst diese Gigantulas sind nicht mehr so wirklich ein Problem. Ach, das ist doch schön. Oh, ein Höhleneingang. Den müssen wir gleich mal besuchen. Fuck! Habe ich doch mal wieder einer gekillt. Nein, da oben erst gespeichert. Wir müssen wir angewöhnen, echt im Sekundentakt zu speichern. Es bleibt da sonst keine andere Wahl. Bei diesem Spiel, ich weiß nicht, ich komme da nicht so ganz klar mit. Es ist immer so schnell, dass man stirbt. Als ob das Spiel auf einer anderen Geschwindigkeit als ich laufen würde. So, warte, Genesungszauber nochmal rausholen. Wölfschabletten. Oh, da haben sie Rauchbomben fallen lassen. Her damit. Vielleicht hatte ich aus Versehen auch was anderes angegriffen. Ich kann das nicht benutzen. Oder was Stärkeres, weil der andere Troll sah auch anders aus. Gucken wir mal klein nochmal. Speichern. Was war das für ein Troll? Ha, ein Trollkönig. Kein Wunder, dass der so gut war. Genug jetzt mit der Magie. Scheiße, keine Magie oder so mehr da. Dann heißt es ab zurück. Und schlafen. Und ein paar Sachen weglegen, bevor wir wieder daran erinnert werden, dass wir keinen Platz im Inventar hätten. Das kann ich dafür nicht verwenden. Damit funktioniert das nicht. Am Schluss da rausbekommen, das kann ich dafür nicht verwenden. Wird. Damit funktioniert das nicht. Metallringe, einfache Ringe, Metallring, Kordel, ein weiterer einfacher Ring. Das kann ich dafür nicht verwenden. Und ein Goldring. So, zurück. Ich merke gerade, es wäre gut, die Waffe nochmal zu reparieren. Speichern. Spinne klatschen. Und den Trollkönig. Ein von Burgzimmern. Das hilft mir wieder gar nichts. Gut, dann Blitzzauber. Ja, das ist mal wieder einer der etwas stärkeren Sorte. Das ist blöd. Ich habe nicht genug magische Kräfte dafür. Dafür haben wir ja aber unsere Mana-Tränke. Mehr von dieser verdammten Magie schaffe ich nicht. Genau gegen solche bestehen zu können.
Super. Jetzt mit der Magie. Sehr gut. Maulwurfsturnierschild. Ein Pfeil, ein Fleisch und den Teleportstein. Gleich mal wieder einsacken. Dass man immer so nah da rangehen muss für... Schon ein bisschen ärgerlich. Ich dachte aber, dass wir hier noch etwas Rotes eben gesehen hätten. Auf jeden Fall ist da noch einer. Nee, ansonsten aber keiner mehr. Gut. Speichern. Und ab in die Höhle. What the fuck? Too much Spinnies. Raus da. Das war knapp. Ich habe nicht genug magische Kräfte dafür. Haben wir irgendwas? Schattendrang, Supermagie, Regenerationsdrang? Nee, nichts, was mir jetzt direkt dezent weiterhelfen könnte. Außer vielleicht so eine Falle. Spinnenmine beispielsweise. Aber ich lasse mich erstmal wieder komplett regenerieren. Ich verschwinde jetzt keine Ertränke oder sonstiges. Einen Moment. Und wieder regeneriert. Geht's zurück. Und dann probieren wir jetzt wirklich mal sowas aus. Wie so eine Spinnenmine. Und die hauen uns fast tot. Die Mistkerle. Das ist scheiße. Ja, die hauen uns hier platt. Scheibenkleister. Jetzt hatte ich da oben erst gespeichert. Toll. Nee, aber ernsthaft, wie soll ich denn die... Obwohl, das könnte mir jetzt eigentlich zugute geraten. Tödliche Falle. Dann haue ich da ein Skorpid rein. Mehr von dieser verdammten Magie schaffe ich nicht. Sollte aber vielleicht trotzdem erstmal regenerieren wieder. Und dann mal jetzt wieder schnell zurück. Jetzt mal einen richtigen Safe wieder rein und dann haue ich den Skorpid da unten rein. Das packen wir sonst nicht. Weil es einfach zu viele sind. Genesung. Oh, wir haben sogar noch eine Königin oder sowas. Eine mutierte Spinne. Hey, ohne den Skorpion hätten wir hier keine Chance gehabt. Holy moly. Das muss man sich mal überlegen. Und der hat jetzt... der ist immer noch am Leben. Eine Schatzkarte. Hooray. Wo die Heimat der Antike auf die Gebeine der Welt trifft. Ich habe von einer seltsamen Karte gehört, deren Einzelteile überall in der Welt zerstreut sind. Ich bin gespannt, wo sie mich hinführt. Das heißt, wenn ich alle Teile finden kann. Also, das ist mal dann ein Teil der Schatzkarte, die wir mitnehmen sollten. Und hier unten gab es sonst absolut nichts außer Spinnen. Gut, die haben wir entsorgt. Und sind bald ein Level up. Dann können wir endlich das neue Schwert benutzen, mit dem wir noch stärker zuhauen. Erstmal die Spinnenplage noch ausräuchern. Selbiges für die Trollplage. ADAC, wir machen den Weg frei. Und sind am Ende der Gebietskarte angelangt. Bei der wir noch was ganz anderes gefunden haben. Vorsicht, Trolle! Aha. Wollt ihr euch in den Dunkelwald begeben? Nein. Cool. Erulen der Elfenlord. Aha. Ist bei Elfenlords gelandet.
guck an. Sanyasala Telor, seid willkommen in der Gilde der Waldläufer. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Sanyasala, es ist eine Ehre, mit euch sprechen zu sprechen, edler Herr. Ha, ein Telor mit Manieren. Ich bin entzückt, aber ihr müsst in meiner Gegenwart keinen hohen Titel verwenden, also kein weiteres edler Herr, bitte. Wir Elfen sind nicht so versessen auf Titel wie ihr Menschen. Ich bin Elredor, ein Freund von Zandalor. Er sprach zu mir in meinen Träumen und erzählte von euch. Ihr seid der Elfenherrscher? Jener Zandalor wies mich an, nach der Aktivierungskontrolle für die Teleporter der Elfen zu fragen. Ja, ihr habt ein gutes Gedächtnis, Telor. Könnt ihr mir sagen, wo ich diese Schriftrolle finden kann? Üblicherweise würde ich diese Schriftrolle nur einem Elfen anvertrauen, aber die Worte Zandalors haben viel Gewicht bei meinem Volk. Daher werde ich euch vertrauen und euch die Schriftrolle geben. Warum nennt ihr mich Telor? Was bedeutet das? Verzeiht, Telor ist das elfische Wort für Mensch. Ich bin überrascht, Elredor. Ich sah noch niemals zuvor einen Elfen mit einem Bart. Nun, einige von uns scheinen wohl auch etwas menschliches Blut in ihren Adern zu haben. Ist dies die Gilde der Waldläufer? Es ist so ruhig hier. Zurzeit ist hier wohl nicht so viel los. So ist es leider, Telor. Die meisten Waldläufer sind auf Erkundungstour im Wald. Seit einiger Zeit treiben sich dort viele üble Kreaturen herum. Gibt es jemanden, der mich im Umgang mit dem Bogen unterrichten könnte? Alle unsere Lehrer befinden sich zurzeit auf Patrouille. Kommt bitte zurück, wenn die augenblickliche Krise bereinigt ist, sagen wir in etwa 50 Jahren. Nett. Verkauft ihr elfische Bögen? Leider muss ich euch erneut enttäuschen. Wir haben aufgrund der aktuellen Krise keine Elfenbögen mehr auf Lager. Allerdings kenne ich einen Händler, der möglicherweise noch solche Bögen zu verkaufen hat. Sein Name ist Gavanariel und er kann im Dunkelwald gefunden werden. In Fionibble, um präzise zu sein. Fionibble, Dunkelwald, könnt ihr mir den Weg zeigen? Der Dunkelwald liegt im Süden. Solltet ihr vorhaben, dorthin zu gehen, seid gewarnt. Es ist nicht ohne Risiko. Es gibt Gerüchte über eine Vielzahl gefährlicher Kreaturen, die sich im Wald eingenistet haben. Ich würde gerne der Gilde der Waldläufer beitreten. Es tut mir leid, Telor, aber zurzeit nehmen wir keine neuen Rekruten mehr auf. Macht es gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und damit haben wir jetzt die Aktivierungsschriftrolle bekommen, anscheinend auch von den Elfen. Hooray! Was war das dann nochmal für eine Schriftrolle? Wie jetzt? Warte mal, erstmal suche ich mir jetzt noch den Teleporter, aber wie es scheint, habe ich einen aktiven Teleporter auch noch bekommen. Oder wie? Kann ich mich über die Schriftrolle einfach so teleportieren? Ich habe vergessen, den Teleporter einzusammeln. Mist. Sollte mich gleich mal wieder auf den Weg dorthin machen. Ein Laib Brot. Gehen wir mal in die Falltür. Waldläufer Adept. Guten Tag, Mensch. Mir ist heute nach ein Gedicht zu verfassen. Oder gehe ich doch lieber auf die Jagd? Hallo Elfendame, was gibt es für Neuigkeiten bei den Elfen? Die Korruption der Händler von Verdistis und Flussheim hat allmählich die Toleranzgrenze für uns Elfen überschritten. Diese Siedlung dient nur dem Zwecke des Handels, vor allem mit den Menschen. Aber seit kurzem zeigt sich in euren Städten zunehmend das Bild von Verarmung und moralischem Verfall. Schuld daran haben einzig die korrupten Menschen, die der Gilde der Händler vorstehen. Sie sind kaltherzig und haben eine schwarze Seele. Vielen Dank für eure Hilfe, mein elfischer Freund. Eine elfische Dame. Die haben sie sogar gut getroffen. Elegant, schick und sexy. ja. Noch ein Adept. Interessanterweise zwei Adepten, die natürlich weiblichen Ursprungs sind. Und ein vierter Adept, der ist aber, glaube ich, mal männlich. Dritter. Zählen war ich auch schon mal besser. Da ist noch einer. Aber wieder weiblich. Also doch ein vierter. Na, kommt her, ihr Trolle. Wo war die Höhle? Ich glaube hier genau. Teleporter schon wieder einpacken. Und hier soll sich irgendwo eine Teleportationsstation befinden. Wo denn? Wo denn? Und nochmals, wo denn? Ah! Sehr gut gefunden. Probieren wir es gleich mal aus, was wir jetzt mit der Karte da gefunden haben. Wenn ich diese Spruchrolle anklicke. Nein, sie zeigt mir nur,
wo diese gesamten Teleporter zu finden sind. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Der da ist relativ in der Nähe. Farmland sollten wir gucken. Das wir den auch noch aktivieren demnächst. Ich gehe jetzt aber das Gebiet säubern weiterhin. Sind ja gleich ein Level up. Hilfe, Hilfe, was ist los, Kleiner? Böse Männer sind in unser Haus eingebrochen. Sie haben Mutter und Vater geschlagen und sie dann im Schlafgemach eingesperrt. Ich konnte mit knapper Not entkommen. Dieb in eurem Haus, ich will versuchen, dir zu helfen, Junge. Gut, ich warte dann im Haus der Waldläufer. Na? Wie wäre es noch mit sagen, wo ich jemandem helfen soll? Komisch. Wieder ein König. Ein kleiner König. Wie machen wir den denn jetzt wieder platt? Meteorschlag, wie viel Schaden machst du denn eigentlich? Zu wenig für so einen Trollkönig, glaube ich. Ja, deutlich zu wenig. Das ist doch schon mal eher was. Genug jetzt mit der Magie. Quatsch. Mana-Trank rein und weiter geht's. Ich habe nicht genug magische Kräfte dafür. Mehr von dieser verdammten Magie noch einer. Schaffe ich nicht. Also allmählich muss ich meine Tränke nochmal auffüllen und sonstiges. Das mache ich dann aber ohne euch. Schwere Kettenstiefel gefunden. Hooray. Jetzt mal gucken. Oh, der Schild ist auch gar nicht so schlicht. Konstitution zur Sicht. Und 150. 150, jawohl. Wir haben deutlich bessere Stiefel damit gefunden. Gibt es nochmal ein bisschen Genesung. Ich bin überrascht, wie viele Trolle da sind. Vor allen Dingen, weil hier keine Brücke in der Nähe ist. Und Trolle sind noch normalerweise immer scharf darauf, in einer Brücke zu sein. Das hier scheinen die Diebe zu sein. Trolljäger. Wer seid ihr? Seht ihr, seid zu einer sehr ungünstigen Zeit in dieses Haus gekommen. Wie bitte? What the fuck? Raven, du Babsack. Gut, ungünstiger Zeitpunkt auch für mich, was alles andere anging. Ein kleiner Junge hat mir erzählt, dass... Es ist taktisch klüger, wenn ich nicht durch den Haupteingang komme. Scheiße. Muss ich laden. Okay, das hätte ich mir vorher mal durchlesen sollen. Da gab es noch einen Hinweis dazu. Scheiße. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das war mein Fehler, dass ich die Quest nicht gelesen habe. Da haben die Eltern nicht drunter zu leiden, das Junge. Och nö, jetzt wollte ich mich gerade heilen. Penner. Jetzt sollte ich mich vorher heilen. Was für eine Scheiße ich schon wieder baue, das ist der Wahnsinn. Sorry, Leute. So, wo ist er? Da ist er. Komm her, du. Treuejäger. Schnepfe. Ja, jetzt ist er schon wieder weg. Ei, der da aus.